Mal Kontakt mit DCM hatten wir, als unser Camelot am Valentinstag 2006 tot vor mir zusammengebrochen ist. Also ich war mit denen spazieren, habe die abgefüttert und wollte mich eigentlich fertig machen zum Gehen. Und auf einmal hörte ich nur noch Rumsen. Ich denke, was ist denn jetzt passiert? Und dachte, Camelot hätte sich irgendwie neben das Sofa gelegt. Nee, der lag dann aber nicht neben dem Sofa, sondern er lag mitten im Flur, zuckte noch zweimal und war tot. Es ist jetzt zwar schon über 6 Jahre her, aber sowas verdaut man nicht so einfach. Damals habe ich die Tierärztin natürlich angerufen und gesagt, sie möchte bitte sofort kommen, weil der Hund wäre hier umgefallen. Und da sprach die Tierärztin dann halt von diesem sogenannten plötzlichen Herztod. Das war überhaupt das erste Mal, dass ich irgendwie was in Sachen Herz und Dogge und tot und krank gehört habe. Und dann zum Sommer hin im Jahr 2006 wurde dann eben dieses Thema DCM, dilatative Kardiomyopathie, in dem Doggenforum besprochen, sage ich mal. Und plötzlich kamen aus sehr, sehr vielen Ecken, ja, mein Hund ist auch umgefallen und mein Hund ist auch umgefallen. Und daraufhin hat dann die Katja Hasselbeck ein Forum gegründet, das DCM-Forum, und hat dann sozusagen auch einen Aufruf gestartet, man möge doch bitte mit den Hunden zum Herz-Ultraschall gehen. Und im Oktober, nachdem dann halt immer mehr über dieses DCM-Thema aufkam, immer mehr publik wurde, sind wir dann eben mit Ember und Archie nach Duisburg zum Herrn Dr. Kresken gefahren. Ja, und da ist Ember dann schon mit okkulter DCM diagnostiziert worden. Und er war zu dem Zeitpunkt noch befundfrei. Und 3 Wochen später sind wir mit unserer Kira, also sprich mit der Zuchthündin, dahin gefahren. Und die war dann in dem Moment schon im klinischen Stadium. Und ja, so sind wir an das Thema DCM halt ziemlich schnell ins kalte Wasser geschmissen worden, mit auf einem Schlag einem toten Hund und 2 definitiv erkrankte Hunde und noch einem gesunden Hund. Bei der dilatativen Kardiomyopathie handelt es sich um eine Herzmuskelerkrankung, bei der der Herzmuskel ausleiert im eigentlichen Sinne. Die DCM ist für den Tierhalter eigentlich erst am Ende der Erkrankung zu erkennen. Den Symptomen geht eine ganz lange Zeit der Symptomlosigkeit voraus, wo der Tierhalter eigentlich nicht sehen kann, dass der Hund schon auf dem Wege ist, schwer krank zu werden. Der Verlauf bei Kira zum Beispiel war aufgrund der Tatsache, dass wir das einfach viel zu spät wussten, dass dieser Hund so schwer krank ist, einfach schon anders, weil der Leistungsabbau sehr, sehr schnell lang ging. Ne? Also die ist früher auch gesprintet, gerannt, hat gemacht und getan, und das konnte sie dann relativ schnell eben nicht mehr. Sie ist dann nur noch getrabt und so, das hast du ihr auch wirklich, wirklich angemerkt. Sie musste aber auch sehr, sehr viele Tabletten noch nehmen. Sie wurde ja sehr, sehr stark entwässert. Das ist dann schon noch ein anderes Niveau, als wenn der Hund in Anführungsstrichen nur seine normalen Herzmedikamente nimmt. Bei Ember war es bis zum Schluss so, die ist mir in den Rübenacker abgedonnert. Die ist hinter Wild hergegangen. Du hast diesem Hund nichts angemerkt. Und dann kam es dann halt wirklich innerhalb von 5 Tagen. Montags kam ich aus dem Kurzurlaub zurück und die Woche Montag drauf mussten wir sie gehen lassen, ne, weil das Herz nicht mehr gepumpt hat und nichts. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hast du diesem nichts angemerkt. Aber was man auch ganz klar sagen muss, wenn Ember nicht DCM-krank gewesen wäre, wäre ihre Gebärmuttervereiterung operierbar gewesen. Ja, das kommt auch noch dazu. Man kann natürlich klar sagen, aufgrund der Datenlage bei der jetzt schon bekannten Datenlage bei der Dogge und auch den bekannten Daten von den anderen Rassen wie irischem Wolfshund oder auch Dobermann, je früher man untersucht, umso besser. Das bedeutet, man sollte eigentlich eine Vorsorgeuntersuchung machen ab dem Zeitpunkt, wo die Krankheit auftritt, beispielsweise ab dem 2., 3. Lebensjahr, um hier schon die ersten Erkrankungserscheinungen festzuhalten. Guten Tag. Es geht ja heute bei Ludwig um die Herzkontrolle. Ja. Ist denn zwischendurch irgendwas Negatives aufgefallen? Ist nicht okay, also ist weiterhin gut belastbar, hustet nicht, keine Atembeschwerden. Nee. Mhm. Sehr gut. Dann würde ich ihn jetzt gerade einmal abhören. Er muss nur stehen bleiben dafür. So ein bisschen mehr in den Raum rein. Nee. So, ist das rein. Vorne einmal Kreislauf gucken. Mhm. Sieht gut aus.
klingt erstmal ganz gut, also ist ganz regelmäßig heute beim Abhören. Herzgeräusch ist auch nicht lauter geworden. Und dann würden wir jetzt einmal mit Ultraschall gucken, ob sich irgendwas verschlechtert hat. So, dann würden wir einmal den Raum wechseln, nochmal einen Moment Platz nehmen. Es geht gleich im Ultraschallraum weiter. Also Ultraschall ist natürlich sehr wichtig, die Ultraschalluntersuchung, weil Sie manchmal nicht unbedingt ein Herzgeräusch hören können bei der dilatativen Kardiomyopathie, also das ist kein sicherer Ausschluss. Dann besteht ja bei den Docken ganz klar eine Rassendisposition für die dilatative Kardiomyopathie und es ist natürlich sinnvoll dann zu gucken, ob diese Erkrankung entwickelt wird. Es ist eine Erkrankung, die eben nicht angeboren ist, das heißt nicht von Anfang an beim Welpen feststellbar, sondern die sich im Laufe des Lebens entwickelt, häufig eben zwischen zweiten und vierten Lebensjahr. Und es ist eben dann sinnvoll zu gucken, ob eine Erkrankung besteht bei Zuchttieren, um die natürlich dann von der Zucht möglichst auszuschließen. Und natürlich auch bei Liebhabertieren, um dann eine Früherkennung zu haben, ob diese Erkrankung besteht und dann natürlich auch rechtzeitig mit einer Therapie beginnen zu können. Also die Echokardiographie bei Docken mache ich in der Regel im Stehen, weil das einfach ein Problem ist. Docken sind oft eben sehr sensibel, auch etwas ängstlich und die lassen sich natürlich nicht so gut dann auf den Tisch legen und wollen da auch nicht festgehalten werden. Es ist so, dass der Besitzer oder die Besitzerin immer mit dabei sind bei der Untersuchung. Die stehen dann am Kopf und können auch die ganze Zeit schön kraulen. Ich würde dann EKG-Glemm anbringen ans Fell, man macht eine Hautfalte und dann wird im Grunde das Ultraschallgel aufgetragen und dann eben mit dem Schallkopf das Herz dargestellt im zweidimensionalen und auch in verschiedenen Ebenen, um dann eben die Messungen zu machen, die vom CC auch vorgeschrieben sind für den Untersuchungsgang, um eben zu sehen, ob das Herz vergrößert ist, wie gut die Herzmuskulatur kontrahiert und wie gut natürlich die Herzklappen schließen. Und man achtet dann natürlich auch darauf, ob andere angeborene Erkrankungen vorliegen. Die Dauer der Herzuntersuchung ist so in der Regel 20 bis 30 Minuten. Und man sieht auch im mitgeschriebenen EKG, ob irgendein Hinweis ist auf Rhythmusstörungen. Wenn Veränderungen vorliegen bei der Echokardiographie, die auf eine DCM hinweisen, sind das in der Regel eben zum einen, dass die Herzkammer erweitert ist, dann, dass die Kontraktion vom Herzmuskel reduziert ist, also dass der eben nicht mehr so kräftig pumpt wie normal. Es kann durch die DCM dazu kommen, dass auch der Herzklappenring erweitert wird, der Mitralklappenring, und dadurch auch eine Insuffizienz entsteht, also ein Rückfluss an der Mitralklappe zurück in den Vorhof. Das sind eigentlich die Anzeichen, auf die man vor allem achtet. Sie können gerade auch mal Platz nehmen. Also sieht ganz gut aus. Im Vergleich muss man sagen, wir haben uns ja letztes Mal so ein bisschen Sorge gemacht wegen dieser Herzrhythmusstörung, ob sich da eine Herzmuskelschwäche entwickelt. Das ist nicht der Fall. Also die Herzmuskulatur kontrahiert weiterhin gut. Und wir haben heute im EKG auch keine Rhythmusstörung mehr, also keine ventrikulären Extrasystolen mehr. Sodass man davon ausgeht, dass es vielleicht wirklich mit dieser Magendrehung und der Operation in Zusammenhang stand. Ja. Und wann machen wir die nächste Kontrolle? Die nächste Kontrolle wäre dann im Grunde so in einem Dreiviertel bis Jahr. Ja, es sei denn, Ihnen würde vorher was auffällig sein, dass Ludwig schlechter belastbar wird oder irgendwelche Atembeschwerden entwickelt, dann natürlich vorher. Gut. Prima, vielen Dank. Ja, gerne geschehen. Bis bald. Ja, gerne. Und wenn nochmal Fragen aufschauen, einfach nochmal. Die Prognose für einen an DCM erkrankten Hund ist grundsätzlich schlecht, denn es handelt sich hier um eine tödliche Erkrankung, deren Heilung definitiv nicht möglich ist. Deshalb ist es besonders wichtig, dass man möglichst frühzeitig, bevor der Hund Symptome zeigt, Anzeichen dieser Krankheiten feststellt, um dann eine geeignete Therapie einzuleiten. Diese Therapien führen dazu, dass man den Tod herauszögern kann. Das heißt, man kann dem Hund noch eine lange Zeit schenken mit guter Lebensqualität. Fast exakt ein Jahr nachdem Emma diagnostiziert wurde, wurde bei Archie im Oktober 2007 okkulte DCM diagnostiziert. Das heißt, er wurde zu diesem Zeitpunkt dann auch auf Medikamente eingestellt.
Er bekam dann pro Tag 15 Milligramm Honigpriegel zunächst erstmal nur, weil wie gesagt okkultes Stadium, aber war dann eben auch alle 3 Monate dann mit zum Herzultraschall dabei. Vorher reichte es für ihn alle 6 Monate. Und dann rutschte er zwangsläufig auch mit Ember gemeinsam dann irgendwann in dieses sogenannte klinische Stadium. Das heißt, dann reichten eben die 15 Milligramm Ramipril pro Tag nicht mehr. Dann gab es das Vetmedin. Und das Vetmedin kann man sich ganz einfach merken, das gibt es a 5 Milligramm. Und der Archie brauchte davon pro Tag 7 Stück. Die Ember brauchte davon pro Tag 5 Stück. Die Kira brauchte davon pro Tag auch 5 Stück. Und eine Tablette kostet umgerechnet 50 Cent. Und da er die so nicht frisst, kriegt er da ein feines Leberwürstchen. Und dann sortiert er die da sowieso wieder aus. Und dann klick! Warte, der ist noch nicht fertig. Wir sortieren nämlich noch. Mhm. Archie. Und die zweite. Schwupp. Im Laufe der DCM-Erkrankung kommt es zu einer ständigen Erhöhung der Tablettendosierung und auch, dass man mehrere Tabletten noch hinzusetzt. Das heißt also, die Anzahl und Menge der einzelnen und aller Tabletten wird mehr und das sind natürlich auch Kosten. Und wir haben es hier nicht mit kleinen Dackeln zu tun, sondern mit großen Doggen. Und da kommen schon dann mal Behandlungskosten von zwischen 150 und fast 200 Euro pro Monat zustande, wenn es sich hier um einen Hund im Endstadium handelt, der eine entsprechend intensive Therapie benötigt. Inklusive der Ultraschalluntersuchung und der Medikamente bis jetzt 8.000 Euro. Bis jetzt. Für die DCM-Erkrankung, für seine Schwester, die wir im November haben einschläfern lassen müssen, um die 7.000 Euro. Und die Kira war eben nicht so lange krank, weil sie schon im Endstadium war. Mhm. Da hatten wir dann 3.000 Euro. Ja. Aber nochmal, es geht nicht ums Geld. Ja, dann fährt man nicht in Urlaub, dann macht man dieses nicht oder jenes nicht. Aber diese Herzschmerzen, die man selber hat, das ist schon alles andere als schön. Ja, der atmet jetzt ein bisschen schwer, ne, Öppi? Ja, Öppi. Ist halt ein kranker Hund. Ne, Öppi. Aber ansonsten muss man sagen, sind es relativ wenige Einschränkungen. Ja. Ja? Und das ist auch das Gefährliche, man denkt. Ja. Man braucht die Krankheit nicht besonders ernst zu nehmen, ja? Bis es halt zu spät. Du siehst es ihm nicht an, genau. Ja. Also wenn er über die Felder rennt oder hinter ihr herrennt, wenn sie mal wieder läufig ist, ja, dann merkt man ihm das nicht sofort an. Ja? Aber Nein. Erst wenn er dann halt eine halbe Stunde braucht, bis sich die Atmung wieder beruhigt. Ja. Wenn man mich jetzt fragt, Anja, macht dir das jetzt was auf, mit einem DCM-kranken Hund zu leben, dann sage ich mal, mit einem DCM-kranken Hund zu leben ist okay, aber du hast jeden Tag echt ein klein bisschen die Hölle durch, weil du echt denkst, es könnte jeden Tag der Letzte sein. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass der Kamelotod zusammengebrochen ist und sowas vergisst du nicht. Sowas kann dir jederzeit mit einem DCM-Hund auch passieren. Sowas ist vielen, vielen anderen auch bereits passiert. Und es ist immer so ein Damoklesschwert schwebt über einem so. Und wann trifft es dich? So. Aber das ist das in Anführungsstrichen Schöne. Es gibt halt mittlerweile so eine DCM-Gruppe und da kann man sich halt auch austauschen und naja, dann kriegt man halt virtuell auch mal so eine Umarmung und ja, wir wissen, was du durchmachst, aber schön ist es nicht. Mm-mm. Wir begannen im Jahre 2006 ein besonderes Auge auf die Doggen zu werfen und das war eigentlich nach Anfragen von Tierhaltern, Doggenhaltern, die mit ihren Tieren in diesem Jahr kamen und uns auch als Tierärzte, mich als Tierarzt aufmerksam gemacht haben über ein Problem in dieser Hunderasse. Ich will kurz erklären, wie die Studie aufgebaut ist. Die Doggeninitiative, von der ich eben sprach, hat dann die Hunde zu uns geschickt. Wir haben eine Allgemeinuntersuchung, Ultraschall, EKG und Blutproben gezogen. Resultate: Insgesamt waren in der gesamten Population 31% der Hunde mit einem Herzbefund und 69% der Doggen, der 397, waren normal. Vergleicht man das mit den englischen Werten, die Engländer hatten in ihrer Gruppe 35,9% Kranke. Nach der Analyse unserer Daten muss man wirklich sagen, die DCM kommt bei der deutschen Dogge vor, ist die Herzkrankheit Nummer 1 und hat sicherlich in der Gesamtpopulation einen unnatürlich hohen Stellenwert. Das heißt,
Diese Krankheit kommt bei der Rasse unnatürlich oft vor. Es gibt nur sehr wenig Zahlen über die Todesursachen von Hunden im Allgemeinen. Es gibt aus den Skandinavien, dort gibt es ja ein Krankenkassensystem für Hunde. Das heißt, da sind ja über 90% der Hunde krankenkassenversichert. Und um dort auch entsprechende Gelder zurückzubekommen, muss man Todesursachen melden. Und daher haben wir Daten von Doggen auch aus Skandinavien, wo die DCM, also die Herzerkrankung im Allgemeinen, etwa 30% der Todesursachen neben Magendrehung und Knochentumoren darstellen. Die Häufigkeit von Herzerkrankungen grundsätzlich liegt etwa bei 3-4%. Man kann also sagen, ob das ein Mensch, ein Hund, eine Dogge oder eine Maus ist, etwa 3-4% Anteil haben die Herzerkrankungen insgesamt. Und dabei, also von diesem Wert ist die deutsche Dogge weit entfernt. Da liegen wir hier im zweistelligen Prozentbereich. Also da gibt es keinen Zweifel, dass hier ein Problem besteht. Ja, der damalige Landesgruppenvorsitzende hat eben gesagt, das Herzproblem von der Dogge ist seit den 70er Jahren bekannt. Wäre aber alles nicht so tragisch und nicht so schlimm und ich sollte nicht so viel Panik machen. Und wenn ich mal in sein Alter käme, würde ich mich auch nicht mehr so aufregen. Witzig. Ja. Wir haben von Seiten des DTC weder Informationen noch Aufklärung noch sonst irgendwas bekommen. Wir haben uns alles selbst erarbeiten müssen und wurden auch eigentlich nie ernst genommen und meistens wurden wir belächelt. Von anderen Züchtern haben wir auch keinen Rat und Hilfestellung bekommen, sondern eben nur von befallenen Privatleuten, die erkrankte Hunde haben, und haben uns durch das DCM-Forum eben am Anfang so ein bisschen waren wir erstaunt, wie weit das Problem schon gediehen ist, weil man denkt ja erstmal, es betrifft nur einen selbst oder die eigene Linie, aber es sind viele andere Linien auch befallen. Die meisten Züchter schweigen das Thema einfach tot. Dann heißt es ganz lapidar, bei uns in unserer Linie existiert sowas nicht, wir haben kein Herzproblem. Und ja, wir haben jetzt ganz, ganz wenige Züchter, die so ein bisschen mit uns mitschwingen, die sagen, wir müssen was tun und die auch versuchen aufzuklären. Ja. Immer wieder informieren und einfach das Wissen weitergeben, weil einfach nur totschweigen bringt nichts. Selbst wenn die Krankheit noch nicht 100% erforscht ist, ist es einfach zu wenig, nichts zu tun. Als wir 2006 anfingen, die Doggen zu untersuchen und im Ultraschall sahen, dass sie DCM haben, war uns eigentlich klar, dass das nur die erbliche Form sein kann. Aber es gibt ja auch andere Formen. Sogenannte sekundäre Form, wo die DCM nur als Folge eines Taurinmangels auftritt oder als Folge eventuell eines kombinierten Carnitinmangels. Und um das sicherzustellen, haben wir immer gesagt, wir brauchen Pathologie und haben auch aufgerufen, dass uns Doggenbesitzer leider, wenn der Hund tot ist, das Herz zur Verfügung stellen. Und wir können in den pathologischen Proben, die wir bekommen haben, typische DCM-Veränderungen nachweisen. Das ist bewiesen jetzt. Und interessant ist, dass man bei der Dogge eben auch eine Form gefunden hat, die bei anderen Rassen vorkommt. Das heißt, die sind im Schnittbild, in der Pathologie identisch, manche Doggen mit dem Bild des irischen Wolfshundes, manche identisch mit dem Bild des Dobermanns und man sieht manchmal Veränderungen, die man so in der Form auch noch gar nicht gesehen hat. Nachdem der Camelot umgefallen ist, wegen plötzlichem Herztod, haben wir auch den Züchter informiert. Und der meinte dann zu uns in einem Mail, was ein paar Wochen später bei uns ankam, dass das eigentlich ganz klar war, dass das so kommen muss mit unserer Haltung, wie wir Hunde füttern, wie wir sie halten, wie wir zu Impfungen stehen. Und der Hund hätte da auch ganz deutlich aufgrund unserer Haltungsbedingungen, hätte er schon körperliche Zerfallserscheinungen gezeigt. Und es wäre absehbar gewesen, dass der Hund früher stirbt, als er es hätte müssen. Wir haben also quasi mit daran gearbeitet, unseren Hund umzubringen. Es wird auch immer wieder gesagt, wenn man so einen Befund DCM bekommt, was ja nicht schön ist, oder gefragt, ob nicht eine Erkältung hier verantwortlich sein kann oder irgendwelche Ernährungsmangelerscheinungen. Aber das kann man ganz klar verneinen, weil diese Mangelerscheinungen beispielsweise Taurin, Carnitin sind extrem selten, auch bei anderen Hunderassen. Und es sind viele Untersuchungen auch schon bei anderen Rassen gemacht worden und man hat eben genau gesehen, dass das nicht vorliegt. Und bei Erkältungen sind die Mechanismen, wenn also eine Erkältung wirklich eine Viruserkrankung beispielsweise aufs Herz geht, werden die Hunde
akut krank und versterben auch häufig. Aber die DCM hat ja einen ganz klassischen Verlauf. Sie geht über Jahre, entwickelt die sich, geht langsam und fortschreitend. Wir haben auch eine Farbanalyse gemacht, die hätte ich Ihnen jetzt gerne vorgestellt, weil das war eigentlich so für mein Wissen schon klar, wo die betroffenen Farben sind. Aber dann habe ich erst spät gelernt, dass wenn man eine blaue Dogge hat und eine schwarze, dass nicht jede schwarze Dogge nur schwarz ist, sondern dass sie auch aus Blau kommen kann. Aber das bitte ich zu verzeihen, ich habe davon keine Ahnung. Sonst hätten wir das, das darf ich auch ruhig sagen, das ist also nicht mein Metier. Sie haben da sicherlich mehr Kenntnisse drüber und ich maß mich auch nicht an, hier der Doggenexperte schlechthin zu sein. Also nochmal, was man sieht ist, von unten links von den gesunden Hunden über die okkulten zu den klinischen, nimmt der Anzahl der männlichen Tiere permanent zu. Die Analyse dafür steht aus, denn das ist nicht das Thema der Arbeit gewesen. Ich möchte Ihnen aber hier zu der Gelegenheit eben zeigen, wie sich das hier entwickelt, dass also der Anteil der Rüden hier größer wird. Das kann man auch noch über Erbgänge und so Theorien sprechen, aber es ist eben diese Verteilung festzustellen. Es ist gerade in diesem Jahr eine Studie aus England, die sich mit dem gleichen Thema befasst hat, herausgekommen. Dort wurde auch eine recht große, aber Population untersucht von Doggen in England. Die haben bereits eine Stammbaumanalyse gemacht und haben für die Dogge auch einen autosomal dominanten Erbgang bestätigt, wie beim Dobermann und auch beim Boxer. Das heißt, dass wir hier nicht, wie anfänglich vermutet, von einem geschlechtschromosomalen Erbgang ausgehen kann. Oder andersrum gesagt, das scheint nicht das Einzige zu sein, was es gibt, denn es ist definitiv in einer viel größeren Gruppe nun das nachgewiesen worden, was man bei allen anderen Hunderassen auch nachweist. Also autosomaler Erbgang und dann dominant und polygen. Ein Gentest ist wunderbar, weil er ist bei Krankheiten, die monogen sind, das bedeutet nur ein verändertes Gen nötig haben, um krank zu werden, wunderbar, das klappt. Man kann auch sehr, sehr schnell die erkrankten Tiere und die Träger erkennen. Bei polygenen Erbgängen muss man erstmal wissen, wie viele Mutationen, also kranke Gene, nötig sind, damit die Krankheit entsteht. Und das ist überhaupt nicht bekannt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man für die Dogge, die ja gerade am Anfang einer Erfassung steht, in den nächsten 10 bis 15 Jahren ein validierter Gentest vorliegen wird, mit dem man hier arbeiten könnte. Meine Damen und Herren, damit möchte ich zum Ende kommen einer recht langen Studie. Aber der erste Teil, dass wir versucht haben, und ich denke, das ist uns gut gelungen, zu definieren, wie wir eine herzgesunde von einer DCM-kranken Dogge unterscheiden können. Und beantworte nachher gerne Fragen. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Kresken. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Bei den deutschen Doggen gibt es also tatsächlich die DCM-Problematik. Also es ist ein Faktor, den man in Sachen Zucht ernst nehmen sollte. Ja, das war ja jetzt eine Steilvorlage für mich. Ob die Zuchtvereine alles Menschenmögliche tun, um die Krankheit einzuschränken? Ich kann jetzt nur für den DDC sprechen, die KÜT kenne ich nicht so genau, ich bin DDC-Mitglied und ich muss sagen, ich habe eher das Gefühl, dass die Vogel-Strauß-Taktik erstmal abwarten, bis die Krankheit optimal erforscht ist, bis man mehr weiß und dann kann man auch darauf mit züchterischen Maßnahmen reagieren. Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass das Optimale getan wird vom DDC, da muss wesentlich mehr kommen, um die Rasse auch für die nächsten Jahre noch zukunftsfähig zu machen und auch zu retten. Und vor allem auch das Leid, was man den Hunden und auch den Besitzern antut, zu minimieren. Mhm. Da wird einfach zu wenig gemacht und man fühlt sich in keinster Weise ernst genommen. Ja, dann haben wir mehrfach an den Bundeszuchtausschuss Anträge gestellt für die Bundeshauptversammlung, dass die Herzultraschalluntersuchung für alle Zuchthunde obligatorisch, zwingend erforderlich ist. Unsere Landesgruppe hat uns bei diesem Antrag auch unterstützt. Zweimal wurde in der Bundeshauptversammlung vorgetragen, aber ist abgelehnt worden. Also die EMBA ist entweder im August oder im September in Oberhausen zur Zuchtzulassung gewesen, hat die auch mit Bravour gemeistert und wir hatten eigentlich geplant, mit ihr dann unseren B-Wurf zu machen. Und das hätte ich auch gedurft. Weil selbst mit der Diagnose okkulte DCM, das war eine freiwillige Untersuchung von mir, es hätte mich niemand zwingen können, das dem Zuchtverein
zu melden. Noch dazu ist es für den Zuchtverein der Situation völlig irrelevant gewesen, weil daraufhin untersucht keiner. Ne? Du bist halt verpflichtet, gewisse Untersuchungen zu machen, HD-Auswertung, genetischer Fingerprint, aber dass wir die auch noch haben, ED-Röntgen lassen, dass wir noch das Herz haben schreien lassen, das ist dann eher Privatvergnügen gewesen. Von daher hätte ich dann gesagt, ja gut, interessiert jetzt keinen, das lassen wir mal unter den Tisch fallen, gut ist, und dann hätte ich mit der Hündin züchten können, ja. Aber das haben wir natürlich nicht gemacht, und ich habe das auch direkt geschrieben, ne? Also an den Zuchtleiter geschrieben, dass wir diese Hündin aufgrund der Diagnose natürlich aus der Zucht rausnehmen. Aufgrund der uns nun vorliegenden Daten ist es ganz klar, dass hier Handlungsbedarf besteht, dass zunächst einmal eine Untersuchungsverpflichtung irgendwo installiert werden muss. Und andere Rassen, wie auch der irische Wolfshund, die untersuchen seit 18 Jahren auf diese Herzerkrankung DCM, ja auch erfolgreich in Deutschland, wo die verpflichtend alle 2 Jahre ihren Hund untersuchen lassen müssen. Das bedeutet, sie werden zum Beispiel mit 2 Jahren vorm Zuchteinsatz, mit 4 Jahren während der Zucht und mit 6 Jahren, eventuell am Ende des Zuchtalters, nochmal untersucht. Und natürlich kann es passieren, dass eine Hündin, die plötzlich im 2. Jahr gesund war, im 3. Jahr gesund war, bei der ersten Untersuchung gesund war, bei der 2. gesund war, mit 6 Jahren einen positiven Befund bekommt und schon 25 Welpen hat. Also das Problem ist nicht die Erkrankung. Das Problem ist, dass der Züchter schon mit 2 Jahren anfängt, sein Tier zu züchten, wo noch gar nicht klar ist, dass eventuell eben eine schwerwiegende Erkrankung vorkommt. Eine Maßnahme wäre zum Beispiel, besonders ältere Rüden zu wählen, also eigentlich Rüden ab 6-7 Jahren für die Zucht einsetzen. Das ist ganz wichtig, weil die Rüden, und das ist ja jedem einleuchtend, verbreiten sich ja viel mehr erbtechnisch als eine Hündin. Ein Rüde kann bei Doggen ja durchaus hunderte von Nachkommen haben. Und wenn man sowas weiß und man weiß, okay, eigentlich kann ich mir sicher sein, wenn ich einen 8 Jahre alten Rüden habe, der noch lebt und gesund und vielleicht auch noch gesunde Omas und Opas hat, dann kann ich mir eigentlich schon ohne viele Untersuchungen sicher sein, dass der nichts hat. Allein mit einer Herzultraschalluntersuchung ist es natürlich nicht getan. Das muss man ganzheitlich sehen, das Problem. Also der eine Punkt, der eine Baustein ist mehr Information und mehr Transparenz. Das erreicht man dadurch, dass man möglichst viele Hunde überhaupt erstmal ultraschallmäßig untersuchen lässt. Dazu sind auch züchterische Maßnahmen notwendig. Alle Zuchthunde müssen diese Untersuchungen machen lassen. Das Ganze muss auch in der Datenbank gespeichert werden. Der Zuchtverein muss auch eingreifen, um die Züchter nicht in ihrer freien Zuchtpartnerwahl einfach sich selbst zu überlassen. Solange die Hüftdysplasie beachtet wird und der Inzuchtkoeffizient, kann ein Züchter heutzutage eigentlich machen, was er will. Ja. Und meiner Meinung nach ist es da dringend notwendig, ein Zuchtprogramm aufzustellen. Warum jetzt hier beispielsweise bei den Doggen noch keine Initiative unternommen wird, das weiß ich nicht, weil ich nicht im Doggenclub bin und auch über die vereinsinternen Anträge, die gestellt worden sind, da habe ich schon was gehört, aber ich kann mich da auch nicht einmischen. Und die Erfahrung zeigt, dass es immer lange dauert, wie in manchen anderen Sachen des Lebens auch, bis Wahrheiten festgestellt werden erstmal, bekannt werden und dann man realisiert, wir müssen was tun. Wir wünschen uns, dass das momentan begonnene Umdenken auch in unserem Vorstand etwas schneller passiert, dass wir auch schneller mal ernst genommen werden, nicht nur als Panikmacher abgetan werden. Weil ich denke mal, es ist eine gewisse Schnelligkeit jetzt einfach notwendig. Unserer Meinung nach, selbst wenn wir alles sachlich betrachten, sind die Verhältnisse in der Rasse mehr als schlecht momentan. Wir haben von der Zuchtbasis her meiner Meinung nach eine immer geringere Zuchtbasis, sodass das Krankheitsbild und auch vererbliche Krankheiten immer stärker auftreten werden. Und wenn sich jetzt nicht schneller bei allen Beteiligten was ändert, gebe ich der Rasse nicht mehr viele Jahre. Dann werden wir irgendwann mal auch vom VDH die rote Karte wegen Qualzucht bekommen. Paragraph 11b Tierschutzgesetz. Wenn bekannt ist, dass Erkrankungen innerhalb einer
Katzenpopulation, Hundepopulation, sprich in irgendeiner Rasse vermehrt vorkommen, muss ich als Züchter sicherstellen, dass meine Elterntiere gesund sind. Das ist dann manchmal einfach festzustellen, ein Gentest und alles ist gut, und manchmal, wie bei der DCM, etwas sehr aufwendig. Aber zu sagen, ja, das ist alles dann nachher sehr traurig, wenn mein Hund dann plötzlich positiv ist und dann will ich das nicht wissen, das geht leider auch nicht. Ja, also ob ich mir jetzt nochmal eine Dogge kaufe, nach dem, was ich halt mit meinen Hunden innerhalb von 10 Jahren mitgemacht habe, sei mal so dahingestellt. Ich sage erstmal, wenn der Archie mal irgendwann nicht mehr ist, brauche ich persönlich erstmal eine doggenfreie Zeit. Das sage ich jetzt, wo ich ihn habe. Wie es aussieht, wenn er mal nicht mehr ist, weiß ich es nicht, aber es ist einfach schon eine seelische Belastung und eine kleine Auszeit wäre sicherlich nicht verkehrt. Ich werde immer deutsche Doggen haben, vielleicht nicht sofort nach ihm, aber wie meine Frau schon sagt, es ist so, der Züchter wird dann von mir genauestens unter die Lupe genommen. Er wird mir die Untersuchungsergebnisse zeigen müssen. Der wird regelmäßig Ultraschall bei seinen Zuchthunden machen, auch bei seinen nicht mehr in der Zucht befindlichen Hunden. Er wird nachweisen müssen, dass er mehrere Generationen vor Ort hat. Er wird auch nachweisen müssen, dass die Nachkommen noch leben und wie alt die geworden sind. Ja. Also als Welpenkäufer habe ich natürlich auch eine gewisse Verpflichtung, weil, ne, dass ich bin derjenige, weshalb Welpen gezogen werden. Wir wollen Qualität liefern und nicht Quantität. Und Qualität ist einfach, Qualität hat ihren Preis und die ist eben an gewisse Voraussetzungen gebunden. Viele Doggenbesitzer denken so wie wir oder wie ich, einmal deutsche Dogge, immer deutsche Dogge, und das spielt momentan den Vermehrern und die, die eben nicht sich an die Untersuchungen zu halten, ins Spiel das voll in ihre Karten rein, weil sie immer wieder Absatz bekommen. Ja, nur mit dem Druck von Seiten des Verbrauchers kann man was erreichen, denn es ist ganz objektiv immer so, dass diese Initiativen von Menschen in einem Verein ausgehen, die sich sehr viel Sorgen um die Gesundheit machen. Und ich habe es meines Wissens, nee, ich habe es noch nie erlebt, dass es andersrum war. Nicht der Vorstand ist der Verein, nein, wir sind der Verein. Und wenn sich mal in diesem Verein der Otto-Normalverbraucher, das Otto-Normalverbrauchermitglied wirklich sagt, so, ich mache da jetzt mit, und nicht vor lauter Elend sagt, ich trete jetzt aus, weil dann hat man kein Stimmrecht mehr. Ja, wenn man wirklich sagt, wir schaffen das gemeinsam, dann bleibt denen da oben auch gar nichts anderes über. Dann müssen die uns hören. Und dafür gibt es eben derzeit diese schönen neuen Medien, dass sie auch wirklich dann darauf aufmerksam gemacht werden. Wenn man früher einen Brief geschickt hat, konnte man immer noch sagen, der ist nicht angekommen. Wenn man aber jetzt was in den einschlägigen Internetplattformen postet, kommt das viel schneller an, bevor überhaupt abgesendet wurde. Und ich denke mal, da ist einfach die Möglichkeit, wenn wir genügend Leute finden, sei es jetzt Betroffene, Privatpersonen oder verantwortungsvolle Züchter, dass wir da schon was, denke ich mal, auch bewirken können. Es ist wirklich so, eine Dogge ist schon ein besonderer Hund. Und ich sag mal, die hat es einfach auch verdient, noch die nächsten Jahrzehnte hier den Menschen zu erfreuen. Es bleibt jetzt dieses Zeitraster, sage ich mal, und in der Zeit muss was passieren, sonst sehe ich für die Rasse leider sehr, sehr schwarz. Und dann würde ich mir auch keine mehr kaufen.